und herzlich willkommen zur deutschen Übersetzung für den Vortrag Listening Back. Browser Add-on translates cookies into sound, also zurückhören, das ist Listening Back. Browser Add-on übersetzt Cookies in Ton. Eure Übersetzerin für heute sind Floy, Bubbler und Jazz. Wenn ihr Feedback über die Übersetzung habt, dann gerne auf Twitter unter dem Hashtag C3T. Es ist ganz wunderbar, heute hier zu sein. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie viele Leute heute hier sind, um sich an einem Samstagabend einen Vortrag anzuhören. Hallo, mein Name ist Jasmine Gouffon. Ich bin eine Künstlerin. Ich arbeite vor allem mit Ton. Ich mache auch elektronische Musik. Ich werde heute über ein Projekt reden, das Listening Back heißt. Listening Back ist eine Erweiterung für die Browser Firefox und Chrome, das Cookies in Ton übersetzt, während ihr online browst. Alle können sich das installieren. Über Firefox oder über den Chrome Store. Das funktioniert so: immer wenn auf meinem Computer ein Cookie gespeichert oder gelöscht wird von meinem Computer oder aktualisiert wird, wird dieser Ton abgespielt. Die Töne, die ihr gerade hören könnt, sind Google-Cookies. Es ist interessant zu wissen, dass das Google-Cookie das mit Abstand häufigste Cookie im WWW ist. Ich werde jetzt mal eine andere Seite öffnen. Dieses Stottern, das ihr gerade gehört habt und das wir jetzt auch öfters hören werden während des Vortrags, ist das Limit, das mein System erreicht. Und das liegt daran, dass Browser sozusagen daran gehindert werden, viel Ton abzuspielen. Als ich das Projekt entwickelt habe, ist tatsächlich passiert, dass einige Webseiten meinen Browser zum Absturz gebracht haben, aufgrund der hohen Zahl von Cookies. Und deshalb habe ich ein Limit gesetzt von Cookies, deren Sounds maximal gleichzeitig abgespielt werden können. Dieses Limit ist im Moment liegt im Moment bei 43 Cookies. Die Internet Engineering Task Force hat ein Dokument geschrieben. Das ist sehr interessant, in dem ein 4,5 Jahre langer Prozess dokumentiert wird über die schnell expandierende Tracking-Technologie. Und darin schreiben sie, dass Browser mindestens 50 Cookies pro Domain und insgesamt mindestens 3000 Cookies speichern sollen. Also das sind sehr viele Cookies. Cookies sind eine von verschiedenen Tracking-Technologien, die über das WWW implementiert werden. Dabei werden persönliche Daten gespeichert, aggregiert und verkauft. Dazu gehören IP-Adressen, die Art, Computertypen, Browser, was wir kaufen, was wir anschauen, wie lang unser Cursor auf einer Seite bleibt. Es gibt auch noch andere Technologien,
Dazu gehören Online-Bugs und andere. Also kann man die sozusagen unterscheiden nach verschiedenen Technologien. Dazu gehören der Browser, Canvas, aber auch das Fingerprinting, also Profilierung von Akku-Ladeständen. Aber als ich anfing mit dem Projekt, hatte ich bisher nur von Cookies gehört. Und das liegt daran, dass wir unser Zugang zum World Wide Web vor allem über den Browser funktioniert. Deshalb ist der Browser der Punkt, wo Technologie offensichtlich wird für den User. Technologie wie Cookies sind eher verborgen für den Nutzer, sodass es schwieriger wird, sie aufzugreifen, zu analysieren und zu verstehen. Und durch die Vertonung dieser größtenteils unsichtbaren Tracking-Technologie und der Umwandlung von Daten, die Cookies generieren, in Ton, wird die visuelle Oberfläche unterbrochen und der Bruch zwischen der visuellen Oberfläche und der Datensammlung visualisiert. Ton ist hier ein Vermittler oder eine Verdeutlichung des Unsichtbaren. Ich frage, was ist das Potenzial, um asymmetrische Machtbeziehungen, die in Überwachungsgesellschaften vorhanden sind, zu verdeutlichen? Und wenn ich frage, wie fühlt sich das an, dann denke ich, dass unser Gefühl zu den Daten sich verändert, wenn wir den Ton hören. Wie verändert sich unser Zugang zu diesen Daten durch die Vertonung? Anders gesagt, Wissen und Verständnis und Verstehen durch eine Erfahrung von Ton. Max Breeden und Brian McLeod sind die Programmierer, die mir geholfen haben, das Add-on zu entwickeln. Und Tom McIntyre, der mir dabei hilft, das in die Stores hochzuladen. Dafür möchte ich Ihnen danken. Max hat vorgeschlagen, dass wir die Tombro.js-Bibliothek, Timbre Library, benutzen. Und ich habe wiedererkennbare Töne für die am häufigsten auftauchenden Plattformen und Cookies entwickelt, wie Google, Facebook. Ja, versteht, was ich meine. Amazon, YouTube und andere Cookies von Dritten, die am meisten verwendet werden, zum Beispiel die ihr gerade hört. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was der Unterschied ist zwischen First-Party- und Third-Party-Cookies. Aber falls nicht, ein First-Party-Cookie ist ein Cookie, das den Domainnamen der Seite trägt, auf der ihr gerade seid. Zum Beispiel auf Guardian.com ist jedes Cookie, das Guardian.com als Domain trägt, ein First-Party-Cookie und jedes andere Cookie ein Third-Party-Cookie. Und was ihr gerade hören könnt, ist ein Cookie auf meinem Computer, das sich kontinuierlich aktualisiert. Es ist krxd.net. Es wird für Werbung auf 5.926 verschiedenen Webseiten verwendet wird. Session Cookies werden also gelöscht, wenn ihr den Browser schließt oder ein Tab schließt.
persistent cookies, sozusagen bleibende cookies. And so this can be anything from seconds to minutes to hours. Und die Zeit kann von Sekunden bis zu Minuten, bis zu Monaten reichen, bis die Cookies gelöscht werden. Und hier, wenn euch das interessiert, ich kann euch auf jeden Fall Cookiepedia als Datenbank empfehlen, wenn ihr Cookie-Forschung betreiben wollt. Also, wie ich schon sagte, wird immer beim Setzen, Löschen und Aktualisieren eines Cookies ein Sound abgespielt. Die Daten, die ich zur Verfügung hatte, wurden von der API des Browsers definiert. Also welche Informationen Google und Mozilla für Dritte zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass kein Ton abgespielt wird, wenn der Browser oder die Website ein Cookie liest. Und was mich interessiert hat, war, wie oft diese Verfahren versteckt sind, auch vor Entwicklern und letztendlich gut geschützte Geheimnisse sind. Max, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat einen Weg gefunden, in die Chrome API sich reinzuhacken und auch herauszufinden, wie oft der Browser ein Cookie liest. Aber da es eh schon sehr viel Cookie-Aktivität gibt, durch das Setzen, Löschen und Aktualisieren, habe ich mich entschieden, keinen Ton abzuspielen, wenn ein Cookie gelesen wird, weil ich auch das Add-on für alle Leute zur Verfügung stellen wollte, über den Chrome Store und über Mozilla. Weil es mir wichtig war, dass jeder sich das anschauen kann. Dieses Projekt hat meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes übertragen. Und zwar auf ein ist eine direkte Verbindung zwischen der Erfindung von Cookies und der Online-Datensammlung von kommerziellen Webseiten und dem kapitalistischen Überwachung. Kapitalistischer Überwachung aus Surveillance Capitalism. Ist ein Ausdruck, der von Shoshana Zuboff zuletzt bekannt gemacht wurde durch das folgende Buch. Das am Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, The Age of Surveillance Capitalism. Um es kurz etwas dazu zu sagen, es spricht über Online-Data-Sammlungsindustrie, wie zum Beispiel Google. Und in dieser Industrie, die Überwachung ist ein Businessmodell. Und die Idee ist es, das Handeln von Menschen zu beeinflussen oder herauszufinden, wie Leute handeln. Dieses Bild mag ich sehr. Das kommt von Internet of Shits Twitter. Das heißt, wenn ihr auf Twitter seid, kann ich nur empfehlen, Internet of Shit zu folgen. Ein noch anderer wichtiger Punkt bei Teil dieser Kultur ist, dass wir mit in Echtzeit überwacht werden können. Das heißt, sie haben sehr viel Infrastruktur, um unsere Kommunikation, Vorhersage von Sachen, die wir tun. Ich denke, dass all das basiert auf der Erfindung des Cookies. Zu der Zeit war das Internet eine zustandslose Infrastruktur.
Every time a website is visited, there is absolutely no recall of previous visits. Zustandslos bedeutet, dass jedes Mal, wenn ich eine Webseite besuche, keinerlei Information vorhanden ist, wie ich die Seite vorher benutzt habe. Ohne einen Mechanismus zu haben, der speichert, welche Website ich bereits besucht habe oder ob ich eine Webseite schon mal besucht habe, ist es gar nicht möglich, ein kapitalistisches System zu implementieren. Und Cookies sind der Ursprung von Online-Tracking und waren motiviert aus. Das heißt, Online-Tracking ohne Cookies wäre wie eine Vending Machine und man müsste jedes Mal immer wieder sich neu anmelden. Das heißt, jede Transaktion, die online stattfindet, müsste immer von Anfang bis Ende behandelt werden. Der Netscape-Entwickler Lumon Tilly hat, als er eine E-Commerce-Anwendung entwickeln wollte, für einen nordamerikanischen Telekommunikationsgiganten. Dieser 7 Millionen Dollar Vertrag wurde für ein Online Store. Dieser Standardisierungsprozess hat mehrere Jahre gedauert und die Cookies zu standardisieren nur ein paar Monate. Cookie wurde benannt nach einem bereits bestehenden Unix-Protokoll und die verschiedenen Ursprungsgeschichten zum Namen Cookie. Die bekannteste kommt von einem Coder in San Francisco, der spät abends gearbeitet hat. Und sie haben von Chinatown Food bestellt. Und da kam ein Fortune Cookie mit. Und die Behauptung ist, dass das der Name, Ursprung des Namens war. Aber die meisten dieser Stories sind wahrscheinlich falsch, wenn man zurückguckt auf dieses alte Unix-Programm schaut. Mit Cookies mich interessiert immer noch sehr, warum es Magic Cookie heißt. Und wenn irgendjemand Informationen dazu hat, bitte sagt mir das. So remember, the Magic Cookie is an opaque identifier. Der Magic Cookie ist ein versteckter Identifizierer. Der HTML-Cookie ist ein kleiner File, der vom Browser zum Server geschickt wird, beziehungsweise vom Server zum Browser und auf dem Rechner gespeichert wird. Jedes Mal, wenn der Benutzer die Webseite öffnet, sendet der Browser den Cookie zum Benutzer, um die Webseite zu notifizieren. Der Cookie ist eine Referenz-ID oder eine, der zwischen den Server und dem Client hin und her geschickt wird. Der Cookie erlaubt es dem Webserver zu erlauben, den Benutzer zu identifizieren. Das heißt, der Inhalt kann vom Webserver gelesen werden. Sehr inhärent ist, dass dieser Cookie sehr intransparent ist für den Benutzer. Dieser Cookie macht es möglich, einen virtuellen Einkaufswagen zu implementieren. Und das ist im Endeffekt das erste Mal, dass es ein Online-Protokoll gab für automatische Datenkollegierung. Das ist übrigens ein Google-Cookie.
Wie ihr hier sehen könnt, der Erfinder Lou Montui, der gerade bei Facebook arbeitet, Cookies verwandeln das Internet von einem zu einer persistierten Verbindungsplattform. And supported state management. This was followed by the commercial release of the Netscape Navigator browser in 1995, which introduced cookies silently as a default setting. Now I don't know about you, but I do remember. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich erinnere mich an den Netscape Navigator. And someone's put together. Jemand hat hier ein Video zusammengestellt. Übrigens, je länger ein Sound spielt, desto länger wurde er auch im Computer programmiert. Erst 1969 wurde die Cookie-Implementierung public gemacht. Es gab such as the San Jose Mercury News headline, Web Cookies may be spying on you. Und zwar gab es auch schon in der Vergangenheit Artikel, die sich über die Privacy-Probleme von Cookies Gedanken gemacht haben. Critiques a lack of transparency inherent to online monitoring technologies and the broader context of opt-in default cultures intrinsic to contemporary modes of online connectivity. So what I mean by default culture. Was meine ich mit Default-Kultur? Zum Beispiel der Browser, den bekommst du mit deinem Betriebssystem und du lädst ihn vielleicht runter und das erste Mal, wenn du ihn benutzt, bist du quasi by default dazu verpflichtet, getrackt zu werden. Aber jeder Browser gibt dir die Option, Third-Party-Cookies zu blocken. Aber ich habe festgestellt, dass viele Leute das gar nicht wissen und es ist auch häufig versteckt hinter vielen Submenüs. Zum Beispiel in meinem jetzigen Browser, ich muss in die Settings gehen. Ich muss runterscrollen und auf Advanced klicken und dann unter Privacy in den Site Settings und dann Cookies und Site Data und hier kann ich diese Third-Party-Cookies blocken und dann sagt es mir, dass manche Seiten nicht funktionieren, aber ich hatte eigentlich nie ein Problem damit, obwohl ich Third-Party-Cookies blocke. So you can hear how a lot of the ongoing sound is third-party cookies. Ihr könnt jetzt sehen, jetzt könnt ihr hören, dass viele der Sounds, die ganze Zeit gespielt haben, third-party cookies waren. And this is not always the case, but often. Das ist nicht häufig der Fall, aber häufig sind diese third-party cookies für den Sound. Deswegen dachte ich, das ist wichtig, zuhören zu können. Gut zu hören können, welche Cookies geupdatet werden. Dieses Plugin besitzt auch ein Interface. Hier könnt ihr die Tonleiter ändern oder die Harmonie. Und ihr könnt die Lautstärke von Third-Party-Cookies hoch und runter stellen. Zum Beispiel das Internet ohne Third-Party-Cookies klingt so und auch wieder hoch drin. Es blockt also nicht die Cookies, es dreht nur die Lautstärke runter. Hier könnt ihr den Domainnamen von einem Cookie eintragen und die Lautstärke von diesem Cookie hoch oder runter stellen oder die Oktave verändern dieses Cookies. Ich habe das für Live-Performances benutzt und für Installationen.
How am I doing for time? I can show you another couple of sites. Ich kann euch noch ein paar andere Seiten zeigen. Because other sites that use a lot of cookies are actually flight search engines. Genau, auch andere Seiten, die Cookies benutzen, sind zum Beispiel Suchmaschinen. Ich habe also einen besonderen Sound für Expedia gemacht. Which actually also has that same third-party cookie. Das hat den gleichen Third-Party-Cookie wie der hier. And this one's quite fun to play around with the. Und diese hier macht Spaß, damit rumzuspielen, wenn's indem man die Oktave einstellt. And then what if? Dann what if? Das ist der generische Cookie-Sound. Es gibt so viele Cookies auf dem Web, dass ich nicht eine Demonstration von eingeben könnte. Also ende ich hiermit, indem ich sage, wenn man zuhört, dann fragt dieses Projekt, was ist das Potenzial dieses Projekts für Sound und in dem Entdecken von Cookies? Thank you, Jasmine, for a very entertaining talk. We have some time for questions. If you have any questions, we have 3 microphones here in each one of the aisles. So feel free to approach and ask a question. Microphone number 1. Thank you. Thank you for nice tunes. I have a question. How you composed and danke für das schöne Dings. Before which website and what cookie will sound how? Woher wissen Sie, welcher Sound klingen wird? Because I do work a lot with electronic sound and music and ich arbeite viel mit Elektronik und Sound und Musik und das sind Sachen, die ich mag. War auch ein wichtiger Faktor für mich war because the cookie activity is so constant, I wanted to make der Grund Cookies sind so konstant da und deswegen möchte ich wollte ich, dass der Sound nervig ist, damit Leute das Bedürfnis haben, es abzustellen oder sich damit auseinandersetzen. Und es ist wichtig, eine Balance zu finden zwischen, dass man einen Sound findet, zu dem man immer wieder zuhören kann. Und da dachte ich mir, es macht doch Sinn, irgendwie unterschiedliche Sounds für unterschiedliche Plattformen zu entwickeln. Und für den Amazon Cookie habe ich versucht, es ein bisschen erschreckender oder zu machen. Manchmal mache ich das mit einem großen PA-System in einem Club und mit einem Subwoofer und dann ist der Sound sehr, sehr, sehr stark. Ich habe versucht, 4 Tonarten, Akkorde zu wählen, die miteinander zusammen funktionieren können. Denn ich denke, wenn man zu sehr verschiedenen, zu viel Daten hört, dass es die Sachen mehr oder weniger zueinander passen können. Egal was du tust, dass es immer mehr oder weniger harmonisch klingt. Vielen Dank für eine wunderbare Präsentation. Sie sagten, es gibt viele andere Tracking-Techniken, zum Beispiel JavaScript. Haben Sie Pläne, unterschiedliche Sounds für diese unterschiedlichen Arten zu entwickeln? Ich denke, das wäre eine sehr gute Idee, um einfach zu probieren. Man müsste die verschiedenen Tracking-Technologies hinzufügen. Man bräuchte einen.
Ich glaube nicht, dass es da unbedingt ein Interface gibt, wo man die Sachen an- und ausschalten kann. Es könnte halt sein, dass es zu viel Sound sein könnte. Aber das ist vielleicht nett für einen Moment, aber dass man das Device fingerprinten. Ich habe jetzt keine konkreten Pläne, aber wenn jemand das machen möchte, würde ich mich sehr freuen, darüber zusammenzuarbeiten. Danke für den Talk. Ich habe eine Frage, die in dem Zusammenhang ist mit der letzten Frage. Haben Sie diesen zufällige Sounds? Die Daten, wo ich Access wo ich Zugriff drauf habe, das kann ich euch zeigen. Ich kann euch zeigen, auf welche Daten ich Zugriff habe. So this background page. Auf dieser Hintergrundseite seht ihr, welche Daten, auf die ich Zugriff habe. Zum Beispiel Override bedeutet, dass es den Inhalt updatet. Ich habe mich bisher im Moment auf die verschiedenen Domains fokussiert, um die verschiedenen Töne zu generieren und auch die Länge des Cookies. Und das die Länge bestimmt auch die Länge des Sounds. Aber die Länge kann nicht länger als ein paar Sekunden sein, wegen der CPU-Last. Aber es gibt auch sehr viele andere Informationen, die benutzt werden könnte. Zum Beispiel das Datum oder die Uhrzeit. Oder ob es ein Session-Cookie oder ein persistierter Cookie ist. Aber es ist sehr schwierig zu entschlüsseln, was ein Cookie tatsächlich tut. Das ist Teil dieser Intransparenz. Das heißt, wenn ihr auf das VAR-Val guckt, auf den Wert VAR-Val guckt, dann ist es unmöglich herauszufinden, was das bedeutet. Zumindest finde ich es nicht möglich herauszufinden, was das bedeutet. Das heißt, bin mir nicht ganz sicher, was das sein soll. Ich habe zumindest keinen Zugriff mithilfe der API. Ich habe zum Beispiel daran gedacht, ob Sie nicht den Inhalt des VAR-Vals benutzen. Also meint, okay, ja, das könnte man tun. Man könnte es benutzen, um den VAR-Wert, um einen Sound zu generieren. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank für den Talk. Was ist denn Ihre Lieblingswebseite? Musikalisch gesehen. Mit gutem Sound und so. Wenn Sie also auf diese Seite gehen, macht es wunderbare Töne. Was ist? Ich mag Expedia sehr. Okay, thanks. Number one. I have maybe two questions or a suggestion. Ich habe vielleicht zwei Fragen, einen Vorschlag oder eine Frage. Ich finde es sehr interessant, etwas Ähnliches zu machen, was nicht Third-Party-Cookies benutzt, aber generell Third-Party-Scripts und Bilder, die von einer Third-Party-Webseite geladen werden, die dann zu visualisieren. Meine Frage ist, welche Seite haben Sie gefunden, die den blödesten, lautesten Klang erzeugt hat? Ich starte mit der zweiten Frage zuerst. Als ich das entwickelt habe, und es gab eine Seite, die den Browser gecrashed hat, war. Zur ersten Frage. Zu erster Weise war es mir wichtig, dass es eine hörbare Möglichkeit ist, der Webseite. So scripts that are loaded from other sites, that these could also have a
audio representation. Also, kind of like the other question, just like yeah. other tracking. Yeah. No, I think it would be great to develop it in that way. Yeah. Ich denke, es wäre gut, das auf diese Art und Weise zu entwickeln. Last question from microphone number two. Hi. I noticed that Hallo. When you scrolled down the website, there was a lot of noise. Ich habe gemerkt, als Sie diese eine Seite runtergescrollt haben, gab es sehr viel Geräusche. Warum könnte es sein, dass so viele Cookies geladen werden, wenn Sie solche Sachen machen? Das ist schwierig zu sagen. Es gibt viele Webseiten, bei denen das passiert. Zum Beispiel bei einer Flight Search Seite. Das liegt wohl daran, dass sie jede Bewegung auf deiner Webseite tracken. Es ist wahrscheinlich so, würde ich sagen. Aber gehe ich davon aus, weil sie ja sehr viel Gewinn daraus zielen, die ihre Kunden zu tracken. Aber es gibt auch Webseiten wie zum Beispiel Deutsche Bahn. Da ist das auch der Fall. Und ich glaube nicht, aber ich kann natürlich nur spekulieren, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass sie so viele Daten sammeln. Weil ich denke, dass sie, weil sie Money, Geld durch das Verkauf, den Verkauf von Tickets machen. Es ist. Cookies werden natürlich nicht nur zum Tracking verwendet, sondern auch sind Teil der Backend-Infrastruktur. Ich kann da leider nicht genau etwas zu sagen. Selbst wenn ich auf diese Background-Seite zurückschaue, was geupdatet wird, macht das nicht viel Sinn zu mir. Thank you.